Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Pokémon Go Video. Anfang dieses Videos zeige ich erstmal eine Flamara Raid Duo, weil ich glaube, ich schaffe Flamara noch nicht solo, weil ich habe leider kein gutes Kyoko, was ich pushen könnte, auch nur ein 90%iges. Ob ich es pushen soll, weiß nicht ganz genau, könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn es pushen soll, ob sich das lohnt, 90%iges Kyoko. In Gyarados habe ich 94%iges und 93%iges, glaube ich. 93%iges habe ich, glaube ich. Und Aquana lohnt sich, glaube ich, nicht so über zu pushen, aber da habe ich ein paar. Und die sind eben im Kampf nicht so gut wie Gyarados oder Kyogre. Milotic wäre auch noch ganz in Ordnung. Und was war der fünfte oder viertbeste, was Angreifer? Weiß ich gerade nicht ganz genau. So, ich habe gerade nachgeguckt. Ich glaube, Zumpack sollte der viertbeste oder fünftbeste sein. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge. Bester ist eben Kyogre, besser Wasserangreifer. Platz 2 ist Gyarados, Platz 3 Aquana. Platz 4 ist dann, glaube ich, Zumpack. Als fünfter kommt wahrscheinlich Milotic, wenn ich mich nicht irre. Das muss wahrscheinlich vom Video von Hong sein. Und ja, er hat ein Video über die fünf besten Wasserangreifer in Pokémon Go bis zur dritten Generation gemacht. Also ich weiß nicht genau, ob in der vierten oder so weiter, vierten bis siebten, bessere Wasserangreifer kommt. Der siebte ist Alola Pokémon. Das glaube ich jetzt nicht, dass da bessere Wasserangreifer kommt als Kyogre. Und ja, ich versuche erstmal mit meinen ganzen Aquana einen Flamara zu, das Flamara zu bekämpfen. Mein Mitspieler ist auch, glaube ich, nicht mal Level 30, ich hoffe locker. Ich habe es gestern mal versucht mit einem Level 22er, oder welches Level der war. Haben wir auf jeden Fall easy geschafft, haben noch 30 Sekunden oder 35 Sekunden ungefähr noch übrig gehabt. Ob er solo schafft, weiß ich nicht. Ich muss auf jeden Fall noch einen Kyogre pushen mit Wasserattacken natürlich, weil es kann auch Blizzard haben. Blizzard ist auch ziemlich gut, aber ja, wenn man einen Wasserangriff haben möchte, dann muss man natürlich Wasserattacken haben. Ich weiß nicht genau, ob es bei Gyarados war oder bei Kyogre. Die beste Wasser-Ladeattacke ist entweder Surfer oder so oder Hydro-Pumpe. Ich weiß nicht, welches jetzt die beste Attacke ist. Ob jetzt Surfer bei Kyogre oder bei Gyarados ist, weiß ich nicht ganz genau. Aber dieses ist auf jeden Fall jetzt nicht so wichtig. Jetzt kann ich auch nochmal im Internet nachgucken, welche Attacken die besten sind. Ich habe natürlich jetzt hier die Raid natürlich gewonnen, habe jetzt drei Sonderbonbons erhalten. Die nehme ich immer gerne, weil ich möchte mir einen Litaking entwickeln für die Arena. Weil es nämlich der beste Arena-Angreifer, die im Terra ist. Und den möchte ich gerne auf 4400 pushen, wenn ich mal ein gutes Bummels oder Litaking irgendwie bekomme. Ja, muss ich erstmal ein Bummels aus dem Ei oder Wild fangen oder so weiter. Wenn irgendwann mal ein gutes in der Nähe wäre, ein gutes Bummels oder Mundtier, dann bin ich natürlich sofort bereit, dorthin zu fahren. Falls jemand mal 100 Dauer ein gutes findet. Und ich versuche natürlich mit Sanana-Beere jetzt Flamara zu fangen. Da blieb es leider nicht drin, weil Flamara nicht so leicht zu fangen ist. Habe ich das mal ohne Beere versucht, habe tausendmal nicht getroffen und habe natürlich wieder ganz knapp daneben getroffen. Und ja, ich kann schon mal sagen, ich habe das Flamara im, das muss glaube ich im vorletzten Ball oder so gewesen sein. Ich stehe jetzt glaube ich jetzt gerade nicht so ganz genau. Ich glaube, diese Raid hier. Nee, ich habe es verwechselt. Das ist die Aufnahme von ungefähr 2 Wochen oder 1 Woche. Da, wo ich das mit zu zweit gemacht habe, blieb es einen zweiten Ball drin, zum Glück, das Flamara. Also, sorry jetzt dafür. Ich habe es gedacht, es wäre ein zweitletzten Ball drin geblieben. Sorry jetzt dafür. So, jetzt pushen wir mal Terra, mein Lieblings-Arena-Angreifer. Glaube ich auch den besten Arena-Angreifer bis jetzt in Pokémon Go. Natürlich. Und ja, geht auf 2800 hoch. Nehme ich natürlich ganz gerne für die Arena. Ich hatte noch einen Usarin, was ganz gut ist, und ein Relaxo, aber das muss ich erstmal pushen, bevor es sich überhaupt lohnt. Und ja. Das geht natürlich plus 2800 WP hoch. Und zum Ende dieser Folge entwickeln wir noch ein 100-prozentiges Glamanda. Das bewerten wir auch gleich nochmal. Wenn ich es bei euch beweisen kann, dass es ein 100er ist, aber wenn man die WP hier auswendig kann, dann weiß man auch, dass es ein 100er ist. Und ja, wenn ich mal 100 Bonbons habe, dann werde ich auch mal aus Glurak entwickeln. Schreibe auch mal in die Kommentare, was der beste Feuerangreifer ist. Das wüsste ich gerne. Ich glaube, es ist Entei. Ich bin mir nicht so sicher. Und ja, ich glaube, es wird für dieses Video auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr es nicht getan habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.